Willkommen bei zur Vorschau. In diesem Video besprechen wir den die besten Rasenmähertest. Ich habe diese Liste basierend auf meine persönliche Forschung und Meinung und ich versuchte, sie basierend auf ihren Preis, Qualität, Haltbarkeit und mehr zu verzeichnen. Wenn Sie möchten den Preis sehen und erfahren Sie mehr über diesen die besten Rasenmähertest, können Sie Kasse links unten in der Beschreibung unten. Auf Platz 5 haben wir die Hyundai Elektrorasenmäher. Der Hyundai LM3303E Mäher arbeitet mit einem kabelgebundenen Elektroantrieb sowie einem Motorergebnis von 1200 Watt. Nach Angaben des Herstellers eignet sich diese Version für die Pflege umweltfreundlicher Standorte mit einer Grasgröße von ca. 400 Quadratmetern. Für diese Funktion bietet der Rasenmäher eine reduzierte Größe von 33 cm sowie eine Schnitthöhenänderung in drei Phasen zwischen 2 und 6 cm. Umzug auf Nummer 4, haben wir die Gritzlü Benzinrasenmäher. Der Gritzlü BAM 42120 ist ein Benzinrasenmäher mit Viertaktmotor und einem Ergebnis von 2,17 PS. Das entspricht einer Wattleistung von 1600 Watt. Der Petroleum-Rasenmäher hat einen riesigen Akkubehälter mit einer Leistung von ca. 50 Litern und einem spürbaren Füllstand. Die reduzierte Größe beträgt 42 cm. Die Schnitthöhe des benzinbetriebenen Mähers kann an 5 Stufen zwischen 2,5 und 7,5 cm geändert werden. Auf Platz 3 haben wir die Alco 113540 Rasenmäher. Die Spezialität des elektrischen Rasenmähers Alco 113540 ist, dass er mit einer Batterie betrieben wird. Nach Angaben des Herstellers reicht die Batterielebensdauer aus, um umweltfreundliche Bereiche bis zu 200 Quadratmeter groß zu trimmen. Die Ladezeit der Batterie beträgt ca. 150 min. Der Rasenmäher beschäftigt sich mit einer Schnittbreite von 34 cm sowie einer reduzierten Höhenverstellung in 6 Stufen von 2,5 auf 7,5 cm. Umzug auf Nummer 2, haben wir die Gritzlü Elektrorasenmäher. Wenn Sie den Gritzlü 1130 auswählen, erhalten Sie einen kabelgebundenen elektrischen Rasenmäher mit einer Leistung von 1110 Watt und einer reduzierten Breite von 30 cm. Die Reduktionshöhe kann in drei Phasen eingestellt werden, 2, 4 oder 6 cm. Der Sammelbehälter hat ein Fassungsvermögen von 27 Litern. Dank des spürbaren Füllgrads kann der Einzelne bei einem Blick sehen, ob der Behälter geleert werden muss. Und schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die Bosch Rasenmäherarm. Der Bosch Arm 32 ist ein kabelgebundener elektrischer Rasenmäher mit einem Ergebnis von 1200 Watt und einer Schnittgröße von 32 cm, der nach Angaben des Anbieters mit dickem und langem Gras problemlos zurechtkommt. Kunden können die Schnitthöhe des elektrischen Rasenmähers in drei Phasen zwischen 2 und 6 cm einstellen. Der Rasenmäher von Bosch ist mit einem drehbaren Stahlmesser ausgestattet. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video, bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.